Ein Helikopter steht 500 Meter vom Fahrerlager entfernt im Fußballstadion. Er wird die beiden zum kleinen Flughafen von Forli bringen, wo das eigene Flugzeug längst startklar ist. Hast du den? Ja, klar. Oh, so schön, die Gardine. So, hey. Mit Computer noch ein paar. Ich darf dazwischen rein. Nein. Sehr offensichtlich, dass wir uns beide sehr lieben und eine sehr schöne Zeit haben. Ich muss leider akzeptieren, dass sie manchmal zu Hause ist, weil wir natürlich zwei Kinder haben und für die ist es wichtiger, dass die Mutter zu Hause ist wie irgendjemand anders, wobei wir ja noch Glück haben. Ich meine, die Schwiegermutter kümmert sich ja wirklich hervorragend um die Kinder, aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch die Mutter sehen und ob sie jetzt hier am Wochenende praktisch die wenige Zeit, die wir dann wirklich zusammen haben, verbringt, dann ist mir natürlich auch lieber, dass er bei den Kindern ist und zu Hause ist. Ansonsten ist es, es ist irgendwo immer eine schöne Situation, wenn du am Abend oder wenn du eben Freizeit hast, mit deiner Frau zusammen sein zu können und mit deiner Familie und Freunden zusammen sein zu können, weil es dich ganz einfach ablenkt. Und das ist irgendwo an einem Rennwochenende schon sehr wichtig. Aber es geht halt nicht immer. Noch auf dem ansonsten gemütlich wirkenden Rollfeld warten die letzten Fragen auf ihn. Und das, obwohl er nicht erfolgreich war bei Ferraris Heim-Grand Prix. Diesmal geht er als Geschlagener. Er freut sich auf zu Hause, auf die Kinder. Aber das Rennen ist noch nicht vergessen. Einem wie ihm ist es eben nicht gleichgültig, mit welchem Ergebnis er die Heimreise antritt. Egal, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, nicht unbedingt, weil wenn es erfolgreich war, hast du natürlich immer ein Lachen auf den Lippen und gehst mit einem wohleren Gefühl nach Hause. Allerdings, wenn ich zu Hause ankomme und die Kinder springen mir in den Arm, denen ist halt eigentlich egal, ob ich jetzt gewonnen habe oder verloren habe. Das habe ich ja schon oft genug erwähnt. Und das ist auch das Schöne daran, dass man das, was man dann am Wochenende erlebt hat, doch ziemlich schnell wieder vergisst. Und irgendwo ins normale Leben eintaucht und ganz einfach Familienvater sein kann, automatisch damit auch natürlich die Batterie wieder auflädt, weil ständig an eine Sache zu denken, macht müde.